Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. herzlich willkommen bei unserem Video 4.3 gebrochen rationale Funktionen und waagrechte Asymptoten. Ein paar Asymptoten kennen wir schon, allerdings nicht waagrechte, sondern senkrechte. Wo wären die denn bei diesem Beispiel hier? Naja, das sehen wir ganz klar. Wir haben hier eine Definitionslücke bei x gleich 1 und hier haben wir auch eine senkrechte Asymptote. Also eine senkrechte Asymptote bei x gleich 1, der Teil hat sich schon vorbereitet und hier schmiegt sich die Funktion an diese Gerade heran. Herr Thein, sehen Sie das nochmal? Naja, wenn ich mir so überlege, hier in diesem Bereich, da scheint sich die Funktion auch so an den Wert y gleich 1 anzuschmiegen und hier auf der anderen Seite auch. Dann könnte ich doch sagen, ich habe auch eine Asymptote bei y gleich 1 und die ist aber nicht senkrecht, sondern waagrecht. Genau, das ist richtig, das können wir so auch aufschreiben, eine waagrechte Asymptote bei y gleich 1 und die beschreibt das Verhalten für x gegen plus minus unendlich. Das sehen wir da. Wenn x gegen plus unendlich geht, schmiegt sich die Kraft der Funktion der waagrechten Asymptote an. Und genauso, wenn x gegen minus unendlich geht. Okay, schreiben wir so auf. Also grafisch ist mir das schon relativ klar, wie das mit so waagrechten Asymptoten im Vergleich zu senkrechten aussieht. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das auch nochmal rechnerisch an ein paar Beispielen an. Richtig, da habe ich schon was vorbereitet. So, wir haben hier drei Funktionen, die wir auf ihr Verhalten für x gegen plus minus unendlich untersuchen möchten. Fangen wir gerade beim ersten an. Wenn wir da x gegen unendlich laufen lassen würden, würden im Zähler unendlich stehen, im Nenner unendlich stehen, endlich unendlich. Das ist schwierig, da können wir nichts drüber aussagen. Nee. Aber es gibt da einen Trick. Und zwar versuchen wir ganz viele kleine Brüche zu kriegen, wo da steht 1 durch x oder 1 durch x Quadrat. Denn dann passiert was, was der Teil schon vorbereitet hat. Und zwar hat er mal die Funktion 1 durch x, 1 durch x Quadrat, den Graphen hingezeichnet. Dafür kennen wir das Verhalten für x gegen plus minus unendlich. Und zwar in beiden Fällen nähern sich die Funktionswerte der x-Achse an. Hier beide Male in Richtung der x-Achse. Das heißt, wir versuchen mal so viel wie möglich solche Teilfunktionen innerhalb der Funktion hinzubekommen. Und wie können wir das hier oben schaffen? Naja, wir kürzen den Bruch einfach mit der höchsten Potenz. Das wäre hier x². Das heißt, wir kürzen mit x², dann steht oben noch da 3 minus 1 durch x². Und dann, nach dem Bruchstrich, steht unten 2 durch x plus 5. So, wir schauen uns das Verhalten für x gegen plus minus unendlich an. Und zwar bei der 3 im Zähler und der 5 im Nenner passiert nichts. Aber im Zähler haben wir noch 1 durch x² stehen. Aber wir kennen ja den Graph der 1 durch x-Funktion, haben wir ja da kennengelernt. Wenn x gegen plus oder minus unendlich geht, geht der von oben gegen die x-Achse, also gegen 0. Also im Zähler haben wir nur 3 stehen und im Nenner? Na, im Nenner haben wir 2 durch x, hier gilt genau das Gleiche. Egal ob bei plus unendlich oder bei minus unendlich, es nähert sich der 0. Zwar einmal von unten vom negativen Bereich, einmal von oben vom positiven Bereich, aber auch hier wäre es 0. 0 und 0, das heißt, das bleibt übrig, 3 und 5. Also haben wir hier bei 3 Fünftel eine waagrechte Asymptote. So, ihr probiert es im zweiten und dritten Beispiel mal selber. In beiden Beispielen ist wieder die höchste Exponenz x². Das heißt, ihr könnt hier auch wieder mit x² kürzen und dann das Verhalten für x gegen plus minus unendlich untersuchen. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, so sieht das Ganze aus. Wir müssen jetzt gar nicht lange überlegen. Wir wissen für 1 durch x und 3 durch x², dass es sozusagen gegen 0 geht. Hier unten steht dann noch eine 2 und eine 0. Das ist aber nicht so erheblich, denn wenn im Zähler 0 steht, 0 geteilt durch irgendeine Zahl, hier wäre es die 2, gibt 0. Das heißt, für x gegen plus, minus und endlich nähert es sich der 0. Was heißt das für die Asymptote? Das heißt, y gleich 0 ist waagrechte Asymptote hier. Gut, drittes Beispiel. So schaut es aus. Und jetzt brauchen wir auch nicht so viel zu überlegen, weil 2 durch x² oder 1 durch x oder 3 durch x² ist alles wie vorhin, geht gegen 0. Man muss nur beachten, ob x gegen plus unendlich oder x gegen minus unendlich läuft. Und zwar, weil wir hier eine Besonderheit haben. Diesmal steht im Nenner keine Zahl. Beide Brüche würden ja gegen 0 gehen. Und deswegen müssen wir ein bisschen anders überlegen. Minus 3 durch x², wenn wir uns das Bild nochmal anschauen von gerade eben, das geht in beiden Fällen gegen, gegen 0 und im positiven Bereich. 1 durch x geht einmal gegen 0 im negativen Bereich für x gegen minus unendlich und einmal gegen 0 im positiven Bereich für x gegen plus unendlich. Deswegen müssen wir hier zwei Betrachtungen machen. Nämlich wie? Ja, das 1 durch x bestimmt es und deswegen, wenn x gegen plus unendlich geht, dann geht das Ganze gegen plus unendlich. 1 durch eine
Bei 0 naheliegende Zahl, die positiv ist, gibt eine unendlich große Zahl. Und wenn x gegen minus unendlich ist, haben wir im Nenner eine Zahl nahe an der 0, aber im negativen Bereich. Und deswegen kriegen wir 1 zwischen der kleinen Zahl im negativen Bereich ist minus unendlich. Das heißt, hier haben wir beide Male keine waagrechte Asymptote. Und das Verhalten hier wie beschrieben. So, dieses Ganze, was wir hier gemacht haben, ist schön und gut, aber ein bisschen umständlich. Wir gucken uns das mal bei jedem an, ob wir da nicht eine Regel finden. Und zwar gucken wir uns dafür den Zählergrad und den Nennergrad an. Das ist immer, Zählergrad ist die höchste Exponenz im Zähler, das ist hier die 2. Nennergrad ist die höchste Exponenz im Nenner, das ist hier auch die 2, also der Exponent. Beim zweiten Beispiel oben gar kein Grad, nee, es hat einen Grad, nämlich die 1, die steht halt meistens nicht dran. Und im Nenner, ne, ist es wieder die 2. Und beim dritten ist oben die 2 als höchster Zählergrad. Und unten auch wieder die 1, steht nicht dran, können wir aber hinschreiben, als höchster Nennergrad. So, wenn wir Zählergrad mit Z und Nennergrad mit N abkürzen, hätten wir drei Fälle. Hier einmal Z ist gleich N, Zählergrad gleich Nennergrad. Hier Z kleiner als N. Und im dritten Fall Z größer als N. Und neben dieser drei Fälle können wir eine Regelmäßigkeit feststellen. Bei z gleich n müssen wir uns einfach nur die Zahlen vor dem x-Quadrat angucken, das heißt die 3 und die 5. Allgemein immer die Zahlen vor der höchsten Exponenz. Und dann dieser Bruch, 3 Fünftel ist immer die waagrechte Asymptote. Okay, im zweiten Fall, was müssen wir uns da anschauen? Naja, eigentlich gar nicht so viel. Wenn der Zählergrad kleiner ist als der Nennergrad, dann kommt einfach immer raus, dass die waagrechte Asymptote die x-Achse ist, also y gleich 0. Und wenn der Zählergrad größer ist als der Nennergrad, dann können wir uns immer merken, dass es keine waagrechte Asymptote geht. Dieses Verhalten hier wird uns aber nicht direkt geliefert. Wenn das passiert, keine waagrechte Asymptote, weil hier der Grad größer ist als im Nenner, dann müsst ihr zumindest die Untersuchung machen, ob es für plus unendlich auch wirklich gegen plus unendlich geht oder gegen minus endlich oder andersrum. Das können wir euch leider nicht ersparen. Wir merken uns, bei einer gebrochenen rationalen Funktion f gilt für x strebt gegen plus minus unendlich folgendes. Zählergrad kleiner als Nennergrad, dann folgt f von x strebt gegen 0, das heißt, es gibt eine waagrechte Asymptote bei y gleich 0. Wenn der Zählergrad gleich dem Nennergrad ist, dann strebt die Funktion gegen einen konstanten Wert c und wir haben eine waagrechte Asymptote bei y gleich c. Und wenn der Zählergrad größer ist als der Nennergrad, gibt es keine waagrechte Asymptote? Das Streben müssen wir uns aber immer nochmal angucken, ob f von x gegen plus unendlich oder ob f von x gegen minus unendlich strebt. So, Tain, ich habe Ihnen hier noch ein besonders schwieriges Beispiel vorbereitet. Aber warum ein Beispiel mitten im Regelaufschrieb? Denn daraus entwickelt sich eine Regel. Aber das kommt noch, das kommt noch. Aha, ich bin gespannt. Seien wir das mal. Also f von x ist x hoch 4 geteilt durch e hoch x. Und wir wollen jetzt nur mal das Verhalten der Funktion anschauen, wenn x gegen plus unendlich strebt. Was denken Sie, was passiert dann? Okay, x hoch 4 geht gegen unendlich, e hoch x geht auch gegen unendlich. Schwierig, gell? Ja, ich würde mal sagen, x hoch 4, also wenn man irgendwas hoch 4 nimmt, das wird schon eine richtig, richtig große Zahl, würde ich sagen, das ist mehr unendlich als unten, also geht das Ganze dann gegen unendlich. Also Sie sagen unendlich? Ja. Naja. Das stimmt nicht so ganz. Denn ich sage, diese e hoch x Funktion, das weiß ich, also die wird, wenn x gegen unendlich ist, schon ganz schön groß und zwar viel, viel größer als ihre probelige x hoch 4 Funktion. Sie behaupten also, die Funktion würde gegen 0 gehen? Richtig. Das Ganze hier geht dann gegen 0. Ich glaube, um rauszufinden, wer von uns beiden recht hat, müssen wir uns mal anschauen, wie sich x hoch 4 und e hoch x wirklich für sehr große Werte von x verhalten. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar machen wir ein kleines Wettrennen. Hier haben wir x hoch 4, hier e hoch x. Und hier sind die Werte. Oh, das sieht ganz schlecht für meine Theorie aus. Ja, hier sehen wir viel größere Zahl als hier. Das heißt, wenn x gegen unendlich ist, dominiert die e-Funktion, das gilt übrigens immer, gegen x hoch 4. Generell kann man sagen, die e hoch x Funktion dominiert generell gegen jede Exponenz. Okay, das heißt also e hoch x wird eine viel, viel größere Zahl als oben x hoch 4. Naja, eine kleinere Zahl durch eine viel, viel größere Zahl, dann geht das Ganze gegen 0. Richtig. Und diesen allgemeinen Satz schreiben wir jetzt auch nochmal auf. So, wir merken uns, für x gegen plus minus unendlich dominiert e hoch x über jede beliebige Exponenz. Okay, ich merke es mir.
Gut, dann geht's zu den Aufgaben. Folgende Aufgabe. Untersuche das Verhalten der Funktionswerte von f für x gegen plus und gegen minus unendlich und gebe gegebenenfalls die waagrechte Asymptote an. Für die ersten drei Beispiele braucht ihr diese Bedingungen mit dem Zähler und Nennergrad. Für das letzte, da kommt ein e hoch x vor, sollte diese dominiert über Regelung greifen. Ihr macht mal alle vier selber und wir schauen uns die Lösung gemeinsam an. Und zwar in 3, 2, 1. So, bei der a ist ganz einfach der Zählergrad gleich Nennergrad und daraus folgt, dass f von x für x gegen plus minus unendlich gegen 8 halbes strebt. Weil die 8 und die 2 hier vor dem x Quadrat stehen. Das ist 4, das heißt y gleich 4 ist waagrecht Asymptote. Okay, bei der b sehen wir ganz deutlich, ist der Zählergrad nämlich 2 kleiner als der Nennergrad, nämlich 3. Dafür haben wir uns gemerkt, dass dann die Funktion für x gegen plus minus unendlich gegen 0 strebt. Und dann ist y gleich 0 waagrechte Asymptote. Und bei der c ist der Zählergrad 4, der Nennergrad 2, das heißt der Zählergrad ist größer als der Nennergrad. Das heißt, es existiert keine waagrechte Asymptote. Da müssen wir aber noch prüfen, was passiert, wenn x gegen plus minus unendlich strebt. So, hier unten habe ich schon mal durch die größte Exponenz, also x hoch 4, gekürzt. Dann kommt das hier raus. Unten hier komplett im Nenner steht hier x hoch 4, x Quadrat. Da brauchen wir keine große Unterscheidung machen, ob x gegen plus minus unendlich strebt. Das Ganze hier strebt gegen 0 und zwar nimmt es positive Werte an. Hier unten, hier oben haben wir x hoch 3. Das heißt im Endeffekt, hier müssten wir eine Unterscheidung machen. Da wäre aber irgendwas, was 0 wird, egal ob plus oder minus 0, abziehen von 8, kommt hier im Endeffekt 8 raus. 8 durch 0 strebt auf jeden Fall gegen unendlich und zwar immer, egal in welchem Fall, gegen plus unendlich. Gut, der letzte Fall. Jetzt müssen wir aufpassen, wir haben das e hoch x drin. Wir merken uns, e hoch x dominiert über irgendwelche x-Potenzen, also auch über x hoch 5. Wir überlegen uns, was passiert mit der Funktion, wenn x gegen plus unendlich geht? E hoch x geht gegen plus unendlich, x hoch 5 geht gegen plus unendlich, e hoch x aber deutlich größer, also eine deutlich größere, durch eine deutlich kleinere Zahl, dann geht es also gegen plus unendlich. Wenn es gegen minus unendlich geht, e hoch minus unendlich geht gegen 0, minus unendlich hoch 5 gibt eine sehr große negative Zahl, also eine sehr kleine Zahl, nämlich gegen 0, durch eine sehr große negative Zahl, bedeutet, geht gegen 0. Haben wir hier. Und damit haben wir einen Sonderfall. Wir haben eine waagrechte Asymptote bei y gleich 0. Die gilt allerdings nur im Bereich für x gegen minus unendlich. So, euch wird manchmal im Buch und auch bei den Lösungen eine andere Schreibweise begegnen. Nicht mit dem Fallen, sondern mit dem Limes. Wir empfehlen die nicht. Die hier würden wir empfehlen. Aber wir wollen euch mal zeigen, wie diese andere Schreibweise aussieht und blenden sie deswegen jetzt hier bei dieser Aufgabe auch einmal ein. So, die Schreibweise sieht folgendermaßen aus. Da steht lim, das heißt limes, Grenzwert, kommt aus dem Lateinischen, für x gegen plus minus unendlich von der Funktion f von x ist gleich 4. Das Ganze kann man auch bei b und bei d machen. Warum kann man es bei c nicht machen? Naja, dort strebt es gegen keine Zahl, sondern es wächst ja immer weiter ins Unendliche. Dort darf man den Limes nicht schreiben. Genauso bei der d im vorderen Fall für x gegen plus unendlich auch nicht, nur für x gegen minus unendlich. Denn der Grenzwert, da muss immer eine Zahl rauskommen, wenn hier unendlich rauskommt, das geht nicht, das kann man nicht schreiben. Und da seht ihr schon das Problem an dieser Schreibweise. Die wir gemacht haben, die geht immer. Egal, ob ein Grenzwert rauskommt oder es gegen plus, minus unendlich geht, die kann man immer machen. Und man weiß ja vorher noch nicht, was rauskommt. Deswegen, ihr kennt den Limes, der wird euch in Aufgabenstellungen begegnen, der wird euch in Lösungen begegnen, aber wir empfehlen, die andere Schreibweise zu benutzen. Gut, dann verabschieden wir uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao.